riesig, gefährlich und seit sehr, sehr langer Zeit ausgestorben. Hier auf der Dino Expo taucht der Besucher ein in eine andere Welt, wenn auch nur für 2 Tage. So wie hier in der Dreiländerhalle in Passau, die großen und kleinen Dino-Fans durch die Bank begeistert. Doch hinter den aufwendigen Exponaten steht zunächst einmal jede Menge Logistik und Aufbauarbeit. Der Aufbau allein für die Veranstaltung dauert 6 bis 7 Stunden. Je nachdem, wie groß die Halle ist oder wie kompliziert oder unkompliziert es ist, in die Halle zu kommen. Aber natürlich gehört dazu noch die Werbung, die Organisation. Also es ist nicht nur diese 2 Tage Veranstaltung, sondern es ist wirklich eine 7-Tage-Woche. Das Endergebnis lohnt sich aber auf jeden Fall. Knapp 40 Dinos können die Besucher bestaunen. Doch das mit der Lebensgröße der Urzeittiere ist etwas problematisch. Die Größe selbst können wir nicht nehmen, da wir ja in die Hallen rein müssen. Und es ist nicht immer der Fall, dass wir so große Tore haben wie hier, sondern meistens sind die Hallentore so 2,20 Meter, 2,50 Meter. Und nach diesem Maß haben wir uns richten müssen, auch mit den Besorgungen der Dinos. Deswegen, sie sind maßstabsgetreu, aber nicht lebensgroß. In dem Familienunternehmen muss jeder mithelfen, auch die Kleinsten. Mit Dino-Handpuppen begrüßt Christoph die Gäste. Endlich wieder nach der langen Corona-Pause. Geldtechnisch war es sehr, sehr schwierig. Viel improvisiert und viel gespart, auf ganz anderem Niveau gelebt, sagen wir es mal so. Jetzt natürlich, nachdem wir wieder anfangen durften, muss man auch erst wieder reinkommen, weil es ist ja dann doch stressig, 7-Tage-Woche. Aber die Euphorie überwiegt einfach nur, dass man wieder veranstalten darf. Eines der Highlights ist der lebendige, freilaufende Dino. Die laufen ja jede Stunde durch und versuchen, so viele Leute wie möglich zu erschrecken. Am liebsten die Frauen. Nein, aber die Kinder können sich da ein bisschen austoben, können Fotos damit schießen. Meistens ärgern sie und boxen sie den Dino. Christoph selbst schlüpft jedes Mal in das Dino-Kostüm. Und das mit Absicht vor den Augen der Kinder, damit diese keine Angst bekommen. Ein wahrer Kraftakt für den Veranstalter. Viel Pause von den Shows hat er dabei nicht. Über die Weihnachtszeit machen wir Pause. Eigentlich nur von Mitte November bis Ende Januar. Und dann wird halt auch wieder repariert und geschaut. Und trotzdem immer wieder, es wird durchgehend organisiert. Und dadurch, dass wir halt im Ausland auch viel unterwegs sind, haben wir jedes Wochenende Veranstaltungen. Sprich auch, wie gesagt, diese 7-Tage-Woche organisieren. Dann die Transporte fahren. Dann wieder aufbauen, abbauen, Schilder aufhängen, abhängen und so weiter und so fort. Also es ist wirklich 7-Tage-Woche und das 22 bis 25 Wochen mindestens. Auch für das leibliche Wohl ist mit Popcorn, Hotdogs und anderen Leckereien gesorgt. Okay, zugegeben, all das gab's zur Urzeit natürlich nicht. Sorgt aber neben den eigentlichen Hauptdarstellern für echte Begeisterungen für dieses Zeitalter. Ja gut, ich finde es eine interessante Zeit. Vor allem dadurch, dass es nichts mehr gibt, nur noch die Knochen. Interessant auf jeden Fall und beeindruckend, da die ja auch sehr, sehr groß war und gefährlich. Was soll ich dazu sagen? Lehrreich, interessant, einfach eine andere Welt.